Heute lese ich euch eine Geschichte vor. Frau Müller und der Fisch. Es ist ein ganz normaler Tag im Meer. Roland geht fischen. Natürlich ist Roland in Wirklichkeit kein Fischer in einem kleinen Fischerboot, der seine Angel auswirft, gemütlich in der Sonne sitzt und wartet, dass ein Fisch anbeißt. In Wirklichkeit ist Roland ein großes Hochseefischereischiff mit einem riesigen Grundschleppnetz. Aber das ist eine andere Geschichte. Heute hat Roland gut gefangen. Einen ganzen Haufen Fische. Er freut sich riesig. Roland fährt die Fische zum Markt. Dort gibt er die Fische dem Albrecht. Der Albrecht ist ein Freund vom Roland. Der Albrecht verkauft auf dem Markt die Fische für den Roland. So kann der Roland nach Hause zu seiner Familie. Frau Müller will einen Fisch kaufen. Einen schönen, großen, für die ganze Familie. Der Albrecht zeigt ihr ein besonders schönes Exemplar. Frau Müller gefällt der Fisch. Sie kauft ihn dem Albrecht ab und legt ihn in ihren Einkaufskorb. Zu Hause angekommen, macht Frau Müller erstmal ein kurzes Schläfchen zur Erholung. Dann ist es aber schon soweit. Sie zieht sich ihre Schürze an und greift nach einem scharfen Messer. Damit will sie den Fisch aufschneiden, sodass sie ihn ausnehmen kann. Kaum hat Frau Müller aber einen kleinen Schlitz in den schönen, großen Fisch gemacht, da traut sie ihren Augen nicht. Was ist denn da los? Ganz außer sich schnappt sie nach Luft, das Messer fest umklammert. Da reckt sich ihr eine Hand entgegen, eine große, schöne Hand, eine große, schöne, dunkelbraune Hand. Und schwuppdiwupp kommt hinter der Hand ein ganzer Mensch hervor. Na sowas! Frau Müller ist ganz aufgeregt. Der Mensch, der aus dem Fisch geschlüpft ist, auch. Frau Müller kocht ihm erstmal einen Tee und schickt ihn unter die Dusche, weil er riecht sehr stark nach Fisch. Und dann beginnt Henok zu erzählen. So heißt er nämlich, der Mensch, der aus dem Fisch geschlüpft ist. Er erzählt, dass in seiner Heimat Bürgerkrieg ist und dass fast seine ganze Familie umgekommen ist in dem Krieg. Und er deshalb weg wollte von dort. Am liebsten nach Europa, nach Deutschland. Da lebt nämlich schon sein Cousin. Aber weil ja um Europa inzwischen eine ganz, ganz hohe Mauer gebaut ist, kommt man da nicht mehr hin. Die Europäer sagen nämlich, sie wollen nicht noch mehr Bewohner von woanders. Deshalb haben sie die Mauer gebaut, damit keiner mehr reinkommt. Nur Touristen, die dürfen noch rein. Da, wo Henok herkommt, sagt man deshalb, die Europäer sind wie Fische. Kalt und gefühllos wie Fische. Naja, Henok wollte dennoch nach Europa, weg vom Krieg, zu seinem Cousin. Also hat er überlegt. Lange hat er überlegt. Dann hatte er eine Idee. Die Idee, sich den Europäern einfach anzupassen, also wie sie zu werden, wie ein Fisch zu werden. Deshalb ist er in seiner Heimat auf den Markt gegangen. Dort hat er sich den schönsten und größten Fisch gesucht, den er weit und breit kriegen konnte. Und den hat er sich präpariert, sodass er darin eine Zeit lang überleben kann. Und das hat ja auch geklappt. Es war zwar sehr mühsam und eine sehr schwere und ungewisse Zeit, aber es hat geklappt. Deshalb ist Henok jetzt erleichtert. Und nun sitzt er also bei einer Tasse Tee bei Frau Müller in der Küche und plaudert mit ihr.
Henoch war der Erste. Nach ihm kamen noch viele, viele aus seinem Land als Fisch zu uns, bis dann der Fischfang verboten wurde, weil das Boot schon voll war.